Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur nächsten Ausgabe meiner Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Wir spielen jetzt gegen Hertha BSC Berlin. Das wird den Dönitz sicherlich freuen, der ist ja Fan der Hertha. Ja, wo schicken wir den mal hin? Es ist halt England. Okay, bauen wir mal ein England-Netzwerk auf. Ja, mir fehlen ja immer noch so die richtig großen, fetten Talente. So, Hertha BSC. Die Jagd auf Snyder ist eröffnet. So, da sind wir. Monatsbericht Jugendmannschaft. So, was heißt das? Was heißt denn das Säkchen da? Ach, Jugendakademie. Aha, oha. Riesenpotenzial hier. Oh, hohoho. Markus Hansen, ZM. Guckt euch mal das Potenzial an. Also hier sind... Oh, Harrison Bennett. Also hier sind schon ein paar absolute Granaten oder mögliche Granaten bei. Nice. So. Juan Bernat möchte mal spielen. Den Wunsch werde ich ihm jetzt auch erfüllen. Ich erfülle einen Wunsch. Gut. Also. Juan Bernat in die Startelf. Heimspiel gegen die Hertha. Und jetzt muss ich natürlich genau überlegen. So, auch Ribéry nicht fit. Das passt mir eigentlich ganz gut in den Kram. Denn ich habe ja hier einen Leroy Sané für den Flügel. Thomas Müller. Wo ist er denn, der Bernat? So, Alaba kriegt die Pause nicht, sondern Martinez. Nee, Quatsch. So, genau. Martinez jetzt raus. Dafür kommt hier Marcikowski Hummels. Außerdem nehme ich... Alaba sollte doch hier... Alaba kriegt die Pause. Punkt. Costa nehme ich mit. Oha. Alonso bleibt zu Hause und ja, Lewandowski mit der Form, alter Falter, muss der Junge doch spielen. Gut, ich meine, die Form steigt bei allen nach oben. Ich denke mal, das hängt natürlich auch damit zusammen, weil ich halt so recht ordentlich rotiere. Oh, Weltklasse-Regen, auf geht's! Und welcome! FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin in der Allianz Arena. Ich wollte schon sagen, im Allianz Stadion. Das wäre natürlich falsch. Erster gegen Vierter. Mehr Topspiel, als ich jetzt erwartet hätte. Nice. Okay, also da muss ich natürlich, obwohl gegen stärkere Mannschaften spiele ich immer besser als gegen schwache Mannschaften. So, beste Heimbilanz. So, ungeschlagen. 6 Spiele, 5 Siege, keine Niederlage. Gegen wen war dies verdammte Unentschieden? So, oh, Schweinsteiger in der Startelf. Na ja, gut, Draxler natürlich wieder, ZOM und Leroy Sané. Also hier wird jetzt richtig geguckt. Oh, die spielen hier gleichmutig. Den Ball. Oh, schade. Das war knapp. Hätte ich den bekommen, wäre hier gleich Achterbahn. Schön freigespielt und Katzenfutter. Ja, ein bisschen unglücklich hat er gehabt. Oh, Bernat mit dem Fehler gegen Mitchell Weiser. Hummels ausgetanzt. Oh, und Neuer ist zur Stelle. Ah, da weiß der Manuel, da muss der hin. Mitchell Weiser, Ex-Münchner. Strammer Linker hier. Respekt. Respekt. Boah. Also Hertha, die möchten hier doch ganz gerne von Anfang an einiges beitragen hier. Was? Oh. Also es läuft bei mir nach vorne
gar nicht. Und im Mittelfeld ist im Moment abgemeldet. Liegt es an Sanchez? Liegt es an Schweinsteiger? Was ist hier mit den Sechsern? So, Arjen Robben. Und Leroy Sané. Arjen Robben. Es ist einfach nach vorne gerade gar nichts möglich. Jetzt vielleicht mal. Und das gibt Eckball. Immerhin. Immerhin mal ein Eckball. Vielleicht auch die erste Möglichkeit. Das Ding kommt auf Draxler. Also da war sie. Die erste Mini-Chance. Oha, Draxler macht. Leroy Sané macht hier Druck. Oh, oh, oh. So, Schweinsteiger. Schweinsteiger! Basti Fantasti. Der war gar nicht so schlecht. Ah, okay, dann unterm Strich war das dann doch nicht so vernünftig. Nicht so schön wie erwartet. Es wäre natürlich schön, wenn der Basti mal wieder treffen würde. Ein Robben, stark. Schön auf Sonne! Manometer! Vorlage, Basti Schweinsteiger, hier nochmal, da. Ab! Oh, Mensch, du. Ja, jetzt könnte man natürlich auch sagen, der alte Mann hat nicht schnell genug abgespielt. Oh, so schön kann Fußball sein. Arjen Robben 1-0 Bayern. So schön und einfach kann das sein. Ja, zwei, dreimal gut vors Tor gekommen und jetzt klappt das endlich. Hat sich ja so ein bisschen angekündigt mit eben der Leroy Sané-Chance, die ja leider abseits war. Und vorher der Schuss von Schweinsteiger, also. Und jetzt in Vollendung Arjen Robben. Oh, nice. Auch hier nochmal aus der Perspektive Heiligs Blechle. Einfach geil. Einfach geil. Und hier, ja, der Trainer jubelt mit. Freut sich riesig. Weiter geht's. Bums. Kein Foul. Mitchell Weiser. So, jetzt gilt es natürlich auch hier den Vorsprung zu halten, zu gucken, was macht Hertha. Was will Hertha machen? Hoch, da laufe ich einmal daneben. So, Konzentration hier, nicht rumalbern. Naja, ganz schlecht abgewehrt. Oh, weia. Ich hab's mir ausgerechnet, Mitchell Weiser. Ich habe mir dieses 1-1 ja selbst reingelegt gerade. Mehr ankündigen kann ich es ja nicht. So, jetzt konzentrieren. Ah, erstmal gucken, was Hertha macht. Nicht das 1-1 kriegen. Mensch. Menschenskinder. Und dann diese mega schlechte Abwehr. Sanchez ausgespielt wie im Kindergarten Schülermannschaft. Hat bei mir angefangen in der mentalen Verarbeitung der eigenen Führung. Ja, logische Konsequenz, den Ausgleich zu kriegen. Und jetzt muss ich hier wieder. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Da wackel ich aber. Da bin ich aber ganz schön am Wackeln jetzt.
So, Robben macht hier mal einen Meter. Sané. Wieder Robben. Draxler. Freistoß Bayern. Ausführen wird ein Robben. Den versuche ich einfach mal. In die Mauer. Berliner Konter. Plattenart gegen Rafinha. Rafinha erstmal dazwischen. Einwurf Hertha. Boah, der Hummels verliert hier den Zweikampf. Oh, Rafinha lässt sich hier viel zu spät anwählen. Ja, und jetzt ist auch irgendwie der Wurm raus. Ja, bei Hertha sieht es irgendwie da auch nicht besser aus. Hoi, hoi, hoi. So, erstmal gucken, Übersicht verschaffen. Also ab und zu machen die Spieler auch nicht das, was sie sollen. Hummels und Schweinsteiger dazwischen. Lewandowski. Nein, kriegt ihn nicht. Zurückgelegt auf Draxler. Ja, Kampfschwein dazwischen. Ein Robben. Auf Sané. Ball kommt gut, aber der Berliner denkt mit. Ja, Schweinsteiger. Den wollte ich nochmal schnell nach vorne spielen jetzt. Ich habe ja die Zeit ablaufen sehen. Naja, 1-1 zur Halbzeit. Natürlich ein bisschen blöd, weil ich mir das 1-1 ja... Ja gut, hier auch eine gute Chance. Mitchell Weiser, der macht das da schon echt klasse. Mehr Ballbesitz, Hertha. Also, Schippe drauflegen. Ne? Und gucken, was noch geht. Nee, nicht gucken, was noch geht. Das ist natürlich der falsche Ansatz. Spielbestimmend auftreten. Schade. Ja. Leroy Sané hat was versucht, wird hier zurückgepfiffen. Oh, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich habe so das Gefühl, der Leroy Sané wird hier noch eine Entscheidung, einer Entscheidung beitragen, zur Entscheidung beitragen. Oh. So, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Verletzter Hertha am Boden. Hertha-Spieler da. Ach, komm hier, Schieber. Gib den Ball zurück. Verletzung, Skillbrett. So, und jetzt hier. Nein, Julian Draxler wieder. Kriegt den Ball hier nicht vernünftig unter Kontrolle. Boateng passt auf mit Schweinsteiger. Muss erstmal spielen, zu wenig Platz. So, Schweinsteiger ist natürlich fertig. Viel gemacht, erste Halbzeit. Jetzt nochmal hier schön auf Leroy Sané. Nein, 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 nein. Und Juan Bernat. Oh, oh, so. Ihr habt es gesehen, der Basti, der Schweini, da ist nicht mehr viel. Dafür kommt, ich habe den Kimmich nicht dabei. Gut, oh. Ja, ist natürlich auch nicht. Oh, was? Halt. Nein. Hä? Ah, so. Bäh. So, dann bringen wir den Benko. Machen wir das Ganze. Nee, Quatsch. Vidal, ich habe doch den Vidal. Was ist denn hier los? So, dann kommt ein Müller für Lewandowski. Kein typischer Dreierwechsel.
Ich könnte dann natürlich nochmal den irgendeinen Flügelflitzer reinschmeißen nachher. Oder halt, ja, es wird doch sehr früh gewechselt. Draxler. Müller. Ein Robben. In den Rückraum Müller. Sanchez. Mann, Müller drin. Oh, und dann abseits hier. So, jetzt aufpassen, Bernard hier wieder gegen Weiser. Der Weiser hat eine gute erste Halbzeit gespielt. Oh. Wenn der durchkommt, wenn der ankommt. Nein! Ja! Nein! Ecke! Nein! So, ich gehe hier mal offensiver. Es sind zwar noch über 20 Minuten. Oh, Julian. Schön auf Robben. Nein, warum läuft er nicht durch, verdammt? Angetickt und dann wieder so klein, klein hier. Oh, schade. Kein Foul von Hummels. Fair sah es nicht aus, aber gut. Foul ist, wenn der Schiri pfeift. Müller setzt sich hier gut durch. Schön! Oh. Raus damit, noch 12 Minuten regulär. Nein! Boah! Draxler! Sanchez! Oh nein! Was kann er jetzt noch tun, Alf Puschen? Ja, den Costa. Nochmal Weiser über rechts gegen Hummels. Oh, süßer Versuch. Und jetzt muss es schnell gehen. Vielleicht nochmal Konter. Nein. Oh, schön auf einen Robben. Ja! Arjen Robben, sein zweites Tor hier. Oh, was für eine Erleichterung hier. 88. Spielminute. Es hat sich ja wieder mal angekündigt.
Und dann Robben, eiskalt, so wie man ihn auch aus dem Real Life kennt. Die Dinger macht er einfach so sicher. Oh. Ja. Bayern, Bayern. Da ist er, Arjen. 7 Tore in der Bundesliga. Das ist ja seit langer Zeit mal wieder ein richtig guter Wert für mich. So, Costa kann hier jetzt natürlich nochmal Druck machen vorne. Nein, so eigentlich nicht. Boah, so eigentlich nicht. Was war denn das? Ja, da wird nochmal gegen Sané abgepfiffen. Es gibt wahrscheinlich nochmal Gelb, oder? Na, Brusttasche. Oh ja, er ruft den Spieler zu sich. Alles Zeit, jetzt Gelb für Leroy Sané. Nehme ich in Kauf, nehme ich gerne an, Zeitspiel. Ja, heute war es Arjen Robben. Bernhard, ganz kurios gerade, aber unterm Strich 3 Punkte gegen die Hertha zu Hause in der Allianz Arena. Huhu. Also, auf Wiedersehen. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Das war ja erst Saisonspiel Nummer 13. Kommt jetzt noch Champions League? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich habe ja vor Weihnachten alles aufgenommen, was ihr jetzt bis gestern gesehen habt. Und heute ist der 27. und ich nehme jetzt erst für den 28. auf. Also, ja. Arjen Robben. Damit haben wir den Match. Was? Den Matchwinner. Hätte auch schief gehen können hier mit diesen 3 Punkten, aber gut. Puh. So, wir warten. Wir machen natürlich nochmal jetzt hier Spielertraining. Ja, AS Monaco. Nee, Valencia. Nee, Sevilla. Peinlich. Sevilla, 6. Spiel, genau. Es geht. Oha. Oha. Es geht tatsächlich nochmal so richtig um die Tabellenführung in der Gruppenphase. So, Hansen Bennett, stark. Oha, hohoho, also die machen gute Fortschritte. Da entsteht vielleicht was für... So, gehen wir nochmal ins Büro. Pressekonferenz, ja, ist eh immer das gleiche. FC Bayern motivieren, kennen wir ja. Monatliches Scouting-Update. Nachrichten von Spielern. Danke für die Chance, sagt Juan Bernat. So, und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder gegen Sevilla. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.